Gerhard Heinold und ich habe gerade die Podiumsdiskussion zum Thema Innovation moderiert. Die Podiumsdiskussion hat stattgefunden im Rahmen des Projektes Prototype, das der Börsenverein durchführt und hostet und das ja zur Buchmesse seinen Abschluss gefunden hat. Wir haben auf dem Podium darüber diskutiert, ob Verlage innovativ genug sind, wie sie ihr Innovationsmanagement verbessern können. Und ich glaube, das Ergebnis ist ja, wir sind eine Branche mit sehr viel Innovation. Es bricht unheimlich viel auf, aber das Gefühl ist auch bei vielen, es könnte noch mehr passieren. Und wir brauchen unbedingt junge Leute, wir brauchen neues Denken, damit das, was wir jetzt schon toll machen, weiterhin toll gemacht wird und die Branche ihre Zukunft sichert. Grundsätzlich herrscht aber auch ein großer Optimismus, dass wir in die Verlage so eine Art Startup-Mentalität auch hineinbekommen, um Dinge möglich zu machen, die vielleicht jetzt noch gar nicht denkbar sind. In diesem Sinne macht Prototype auch neue Dinge möglich, zieht junge Leute an, das haben wir unbedingt gesehen, und wird, glaube ich, die Branche auch stark nach vorne bringen.